Und damit geht's weiter mit Pokémon Advanced Adventure. Ja, diese Folge werde ich ja den Arenaleiter herausfordern. Ich denke, also ich glaube, ich werde jetzt erstmal Pokémon fangen. Und nochmal kurz da nach oben schauen, ob es da weitergeht. Ja, hier geht's tatsächlich. Nick entdeckte das Pokémon, das den Ärger in dieser Stadt macht. Es sieht aus, als würde es sich ausruhen. Greife an, bevor es zu spät ist. Oh. Was ist das? Was war das? Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Was soll ich da jetzt machen? Was soll ich da machen? Oh. Oh. Tailwhip? Habe ich das gerade ernsthaft gemacht? Oh. Ja, was wird das jetzt? Oh, das. Also. Komm schon. ich greife einfach nochmal an. Bitte, bitte. Ja. Ja, was ist das? Nice. Komm schon. Ja! Nein! Nein, was? Scheiße! Was? So knapp! Oh nein! Was ist das denn hier? Woher hätte ich das denn wissen sollen? Oh Mann! Ja, toll, Tränke bringt mir da leider. Bringt mir da leider einen Scheiß. Naja. Das bedeutet, ich brauche erstmal neue Tränke. Nice. Ja, toll. Pokebälle habe ich. Oh. Dann würde ich jetzt nach Pokémon suchen. Ich weiß zwar nicht, was ich mir fange, aber ja, ging schnell. Ah, Level 3. Das besiege ich lieber. Fangen wir ein besseres. Vielleicht wird es diese Folge gar nichts mit dem Arena-Leiter. Wenn es nicht so weitergeht. Aber eigentlich schon. Eigentlich soll es schon was werden. Oh, es geht. Radfratz, auch Level 3. Wollen die überhaupt, dass ich ein Pokémon bekomme? Ich hätte gerne noch mal so ein Visor Level 5 oder insgesamt irgendwas Level 5. Der Arenaleiter wird bestimmt auch ziemlich stark. Ich glaube mal, dass der Arenaleiter, also dass der Arenaleiter zuerst besiegt werden soll und dann das. Aber ich hatte auch ziemlich Glück. Donnerwelle. Naja. Ich sag's mal so, ich hab Statik. Da
Taubsi Level 4. Also entweder ich trainiere jetzt bis Level 9 oder ich fange den Pokémon. Das entscheidet ganz mein Glück. Einmal die Saison. Level 4. Also das Level 5 war anscheinend vorhin schon ziemliches Glück. Paralysiert, gut. Ich hätte halt schon gerne noch ein Pokémon, aber ich weiß nicht welches. Es gibt ja irgendwie nichts Gutes hier. Nur diese typischen Müll-Pokémon. Naja. Level 3 wieder. Auch wenn es langsam vorangeht, die EP wachsen. Dieses Gesicht einfach. Ich mach kurz eine Unterbrechung. Da bin ich wieder. Ich wurde gerade angerufen. Muss ich kurz rangehen. Aber es kann ja jetzt schon weitergehen. Ihr habt es ja sowieso nicht bemerkt. Übrigens, wenn das Infovideo und so schon alles da war, ich habe jetzt von YouTube zu Vid, also Vidme, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie es genannt wird, gewechselt. Ja. Den ersten Part müsstet ihr noch gesehen haben. Ist auf YouTube, weil es gibt auf Vidme die Funktion, dass man die Videos von YouTube auf Vidme laden kann. Also, dass die immer noch auf YouTube sind und auf Vidme. Und das werde ich mit dem ersten Part machen, aber mit dem Rest nicht. Weil ich ja in der Hinsicht auch konsequent sein will. Und das wäre auch sinnlos dann irgendwie. Naja. Jetzt geht's weiter mit der Arena. Ich würde mir jetzt auch schon das Herrscher-Pokémon dazu trauen, aber. Also Herrscher-Pokémon. Das Tyrann-Pokémon. Okay, ich nenne die aber das Tyrann-Pokémon. Aber ich werde erstmal die Arena abschließen. Man kann ja mal einen Trainerpass angucken. So. Wie er aussieht. Ja, ja. Ist jetzt nichts Besonderes. Also nichts besonders Neues in der Hinsicht. Ich werde mal mit dem reden. Und wer bist du? Du denkst, du kannst mich besiegen und clean stoppen? Haha, du fängst den Kampf mit dem falschen Typen an. Kind. Kiddo. Stantler, das ist das Ding, genau. Damhirplex. Zu meiner Verteidigung, ich weiß, was Damhirplex ist, aber Stantler ist mir jetzt nicht eingefallen. Okay. Okay, das scheint jetzt nicht so spannend zu werden, aber es ist ein, ich sag mal so, es ist ein Mogelhieb.
Wow. Alter. Also dafür heile ich das jetzt. Für diese Aktion heile ich das jetzt, ganz ehrlich. Nee, nee, nee. KP. Und komm, komm, komm. Nein. Ich heile jetzt nochmal. Für die Aktion soll ich jetzt die EP bekommen. Aber wenn man bedenkt, wie wenig es abgezogen hat und dann durch den Crit einfach. Wow. Das war schon ziemlich stark. Level 6. Fast Level 7. Taurus. Ich heb's mal lieber auf. Level 9. Bonnet. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja, zum Glück. Ist die Frage, ob ich angreife oder... Ich probiere es mal lieber mit Heuler. Kann das noch eine Attacke oder wie? Was brauche ich denn nochmal? Tailwhip, na danke. Bitte, bitte die Fullpara. Ja. So, jetzt habe ich zwei, ich sag mal, Vorsprung. Was macht der? Welches Building? Warum? Ich verstehe nicht ganz, warum er jetzt Rage eingesetzt hat, aber naja. Und? Der finale Schlag müsste das jetzt. Nein! Nochmal? Nochmal? Okay. Aber ich habe ja noch das Stand-Tweet. Und diese Runde geht an mich. Wow. Das hätte ich meinem Pikachu gegönnt. Quick Attack. Level 8. Ja, toll. Level 9. Level 10 aber nicht, genau. Das ist nicht möglich. Du magst mich besiegt haben, aber du wirst niemals Clean besiegen. Haha. Farewell, keine Ahnung, was das heißt. Inclusive Proof. Bekommt den Beweis seines Sieges in Form eines Ordens. Das war's schon mit dem Arena-Kampf. Jetzt bin ich gewappnet für das Herrscher Tyrann-Pokémon. Herrscher-Pokémon ist natürlich etwas geklaut. Aber naja. Aber das Herrscher-Pokémon werde ich in der nächsten Folge besiegen. So einfach mache ich das. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.